So, meine Damen und Herren, damit herzlich willkommen zurück bei unserem guten Fernbus-Flixbus-Simulator. Wir müssten eigentlich in Gelsenkirchen stehen. Ja, sieht gut aus. Okay, eigentlich habe ich abgespeichert mit offenen Luken. Die müssen wir also nochmal neu öffnen. Eigentlich hätten die noch auf sein sollen, nachdem wir abgespeichert haben, aber ist okay. Machen wir sie nochmal neu auf. Dann wollen wir mal hier vor unserer Gelsenkirchener Erlebniswelt, die sieht so aus wie ein Bauernhof, aber die Haltestelle laut Handy ist Gelsenkirchen Erlebniswelt, also... Ciao, das Ticket, bitteschön. Wollen wir die Leute mal noch einchecken? Ciao. Und dann geht's weiter Richtung Born. Ich glaube, zwei Haltestellen haben wir noch vorher. Moin, ich hoffe, ich bin hier richtig. Sehr freundlich. Sie wollen bestimmt ein Ticket sehen. Cool. Leverkusen ist noch dabei, genau. Ciao. Fahren Sie in meine Richtung? Ciao. Moin. Ich hoffe, ich bin... Ciao. Ciao, ciao, ciao. So, haben wir alle eingeschickt? Nein, hier sind noch drei Stück. Vielleicht sind auch noch zwei, hä? Habt ihr hinterher? Hab ich doch schon eingeschickt. Wollt ihr mich veräppeln? Eigentlich haben wir die schon eingecheckt, jetzt kann ich aber nicht mehr weiter einchecken. Die hatte ich doch schon hier. Warum kann ich die jetzt nicht weiter einchecken? Was geht denn jetzt wieder nicht? Ich kann die Leute ja schlecht einfach stehen lassen. Wir wollten noch von Gelsenkirchen, genau, wir müssen noch nach Dortmund, Leverkusen und dann Bonn. Aber warum kann ich die jetzt nicht weiter einchecken, die Leute? Ich drücke X, aber nichts geht. Also, ja, haben wir den nächsten Bug. Passagier-Eincheck-Bug. Ja gut, wisst ihr was Leute? Tut mir leid, ne? Wenn ich euch nicht weiter einchecken kann, dann beschwert euch bei TML Studios hier, dass die wieder einen Bug eingebaut haben. Ich kann das leider nicht mitnehmen und dann, so doof es klingt, muss ich leider ohne euch weiterfahren. Ja, ich kann nichts machen. Weil sich aus dem Telefon hier ausloggen und dann nochmal neu machen, geht ja nicht, ne? Nö, das ist dann nur mit zurück. Nö, da steht zwar X, aber ich kann nicht weiter einchecken, geht nicht. Das Einzige, was ich knallhart machen kann, ist... Ich kann nochmal ins Hauptmenü gehen. Und ich spiele dann nochmal neu laden und hoffen, dass es dann geht. Aber wenn nicht, dann fahre ich ohne die Leute weiter. Und ja, ich mache das mit Absicht, so damit ihr halt nach wie vor seht, was für Fehler wir haben. Aber den Fehler hatte ich bisher noch nie, den Fehler habe ich jetzt zum ersten Mal. Hier kann ich noch ganz normal weiter drücken, genau. So, jetzt muss ich hier wieder gucken. Das sind unsere anderen Routen, den da, den Spielstand wieder laden. Ja, und dann hoffen wir mal, dass es dann geht, wenn ich den Spielstand neu lade. Ansonsten muss ich, wie gesagt, unsere Fahrgäste leider zurücklassen. Die Liederkuh ist eine Lüge. Ja, im Spiel nicht. Im Spiel existiert sie. Könnt ihr auch gerne meiner Fernbus-Simulator-Playliste nachgucken. Habe ich ein Video zugemacht, wo die Liederkuh zu finden ist. So, jetzt nochmal auf ein neues. Guten Tag. Das Ticket. Bitteschön. So. Ciao. Hallo, ich hoffe, ich bin hier richtig. Auf geht's. Servus, ich hoffe, ich bin hier richtig. Cool. Servus, ich hoffe, ich bin hier richtig. Ciao. Salut, fahren Sie in meine Richtung? Ciao. Und jetzt klemmt er wieder. Ja, jetzt klemmt er wieder. Eigentlich eingecheckt soweit, aber jetzt klemmt er wieder. Und die haben ja kein Gepäck dabei, dass ich sagen müsste hier,
mitnehmen, dass die das Gepäck da rein tun können. Ihr seht ja, die haben ja hier gar kein Gepäck in der Hand. Also daran kann es definitiv nicht liegen. Aber ich sollte den Bus auch mal aufmachen, damit die Leute auch einsteigen können. Vielleicht liegt es daran, dass die deswegen nicht wegblocken. Ah, okay. Ich hätte also nicht den Spielstand wählen müssen. Es stand noch um ein Ticket, okay. Also Spielstand neu laden war nicht das Problem. Es war anscheinend mein Fehler. Weil wenn die Bustüren natürlich zu sind, dann können die Leute auch nicht einsteigen. Nicht auf sind, können die Leute nicht einsteigen. So, okay, es war anscheinend mein Fehler. Ja, der Maulwurf verpeilt wie eh und je. Okay, nimmt das zurück. Kommando zurück, war mein Fehler. Aber gut, auch mein Fehler lasse ich jetzt hier im Video drin. Den schneide ich jetzt nicht raus, indem ich nochmal Spielstand neu lade und es dann ohne diesen Fehler mache. Nein, wie gesagt, diese Fehler gehören dazu. Eigentlich hatte ich, wo ich gespeichert habe, ja mit offener Tür abgespeichert. Also war schon der Fehler vom Spiel trotzdem da, dass die Türen zu waren nach Spielstand neu laden. Die Türen hätten auf sein müssen nach Spielstand neu laden, wenn ich die Türen auf hatte beim Abspeichern. Also trotzdem Spielfehler, aber klar, auch wenn dann nach dem Spielstand neu laden alles so ist, wie es ist, muss ich natürlich hingehen und sollte das wieder richtig machen. Also sagen wir mal halber Spielfehler, weil die Türen nicht auf waren nach dem Spielladen, und halber Fehler von mir, weil man soll die Türen auch aufmachen, wenn es denn dann so ist. Aber egal, tut nichts zur Sache. Den Fehler haben wir gefunden. Wir können den Bus auch mal ganz hoch machen, einfach weil wir es können. So, Tür zu. Tür zu. So, der Rest stimmt aber noch, ne? Ja komm, Gepäck dann verriegeln. Erst auf dem Handy bestätigen, dass wir losfahren wollen. Ja, jetzt haben wir schon wieder ein bisschen Verspätung mit dem ganzen Hin und Her. Also zack, als nächstes geht es dann wie gesagt nach Dortmund. Ja, jetzt spinnt das. Der spinnt das Teil aber auch wieder rum. Ja, ja, jetzt genau nach Dortmund, Leverkusen und dann kommt noch Bonn. So, jetzt hoffe ich, dass ich das alles richtig mache. Türen sind zu, das ist auch zu. Fahrt ist gestartet. Müsste ich hier eigentlich noch die Parkbremse drin haben, ne? Genau, Parkbremse raus. Und dann die Ansage an und dann wollen wir aber nichts wie los. Was ist das hier noch? Ach, die Fahrgastmonitorung muss ich auch wieder anschalten. Ja, irgendwas ist immer. Die waren eigentlich schon angeschaltet, aber egal. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid. Ja, die Klimaanlage ist auch wieder aus. Habe ich eigentlich beim Speichern auch angehabt, aber bevor egal. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette. Jetzt kommt ihr vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich bewegen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und eine viel Panne Spaß nach der an anderen Bord bei Flixbus. Aber überhaupt, da bin ich was zu lachen. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey.
In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Ja, ich hoffe, ihr genießt dieses Chaos auch wenn am Anfang das wieder teilweise Spielfehler, teilweise natürlich meine Schuld war. Und auch, dass jetzt die Gepäckluke, die eine dann letzten Endes doch noch offen war, ich in den Bus reingehe und dann, ja, weil ich schon im Bus alles verriegelt hatte, nochmal aufmachen musste, rausgehe. Aber ich sage, solche Fehler sind halt menschlich, passiert halt einfach. Also Hauptsache ihr habt was zu lachen, das dient ja auch ein bisschen der Unterhaltung dabei. Und naja, ich stehe drüber, ich kann selber darüber lachen, über die Fehler. Also von daher ist gut. Wie gesagt, ich bin ja dann ein bisschen zurückgerudert, weil was natürlich meine Fehler sind, kann ich natürlich nicht dem Spiel ankreiden. Das Einzige, was ich dem Spiel ankreiden kann, ist, wie gesagt, ich habe abgespeichert, da waren die Türen und auch die Gepäckluken vom Bus auf. Und wenn ich das Spiel dann lade, dann gehe ich natürlich auch davon aus, dass die Gepäckluken und die Türen noch auf sind. Und wenn sie es dann nicht sind, dann ist es ein Spielfehler. Aber ich will mich nicht rausreden. Ich hätte mich ja auch erst umgucken können. Und dann hätte ich gesehen, ach scheiße, die Türen sind ja zu. Dann hätte ich ja gar nicht nochmal rausgemusst und nochmal neu laden müssen. Also rausreden will ich mich da auch nicht. Also keine Frage. Deswegen habe ich auch gesagt, komm, 50-50. Einigen wir uns da drauf. Weil ist ja in dem Sinne so. Nächster Stopp ist Dortmund, jetzt gucke ich aber nochmal kurz was nach. Genau, nach Dortmund soll ich mir was zum Parken suchen. Okay, Dortmund noch normal fahren und nach Dortmund soll ich irgendwo offiziell rasten. Okay. Hoffentlich merke ich mir das auch und präge mir das jetzt auch ein, wenn ich extra nachgucke. Aber das werden wir ja dann nachher sehen. Und ihr auch. Also allgemein, ihr wisst schon. Das werde ich dann nachher sehen, ob ich mir das gemerkt habe und ihr werdet es auch sehen, ob ich mir das gemerkt habe. Also deswegen werden wir dann nachher sehen. Und Leute, fahrt, ich möchte auch gerne über Grün. Schon Dortmund, sieht so aus. Ja, da ist schon Dortmund, da sind wir schon da. Der Kamerabug an den Ampeln, der ist echt nervig, aber gut.
Lässt sich nun mal nicht ändern. Müssen wir alle durch. Und die nächste Ampel, die rote ist. Stop and go. Stop and go. Man merkt, der Maulwurf hat momentan gute Laune. Also zumindest ist momentan bin ich echt relativ entspannt. Ich muss jetzt noch überlegen, was ich Roman antworte auf die eine Frage, die er mir gestellt hat. Das hatte ich ja in dem einen Tramsim-Video gesagt. In dem einen Tramsim-Video habe ich das Statement dazu bezogen, aber ich weiß nicht. Ich denke, ich werde jetzt noch ein, zwei Nächte drüber schlafen, aber ansonsten, ich glaube, ich werde Roman antworten, dass ich bei SnowRunner raus bin. Das wird das Projekt sein, was demnächst wahrscheinlich Kev und Roman alleine machen. Ich glaube, ich bin da raus. Kev hat zwar gesagt, er möchte niemanden den Platz wegnehmen, aber nimmt er ja in dem Sinne auch nicht. Also um Gottes Willen. Also wer nicht weiß, worum es geht, um das Community-Projekt mit dem SnowRunner halt, aber naja. Ist dann auch zwickmühle. Ich habe ja am Freitag den Chat mitgelesen. Auf den Geburtstag hier von fast Schwiegermama oder bald Schwiegermama. Ich bin ja mit meiner Freundin, mit Claudia, nicht verheiratet. Deswegen fast Schwiegermama. Aber auf dem Geburtstag von Schwiegermama am Freitag habe ich ja trotzdem den Stream gesehen von Roman, wo mit Kev gespielt hat. Und nein, ja. Danke, KI. Fahr mir stumpf Alter, rein. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? Ja, frag das die KI, wo die ihren Führerschein gemacht hat. Ja, gar nicht. Die wurde programmiert, ich weiß, aber was soll ich denn da machen? Ganz ehrlich, nee. Aber klar, auch uns Tobi, der hat in den Chat geschrieben, ohne Kev würde was fehlen. Andererseits hat Tobi dann auch geschrieben, boah, ohne Patrick ist es ziemlich ruhig und so. Und ich hätte natürlich den Freitag auch jederzeit beitreten können, jederzeit weiter mitfahren können, aber ich sage es jetzt auch noch ein letztes Mal hier im Fernbus-Simulator-Video. Das war so ruhig und so harmonisch und auch beim Zugucken war das echt angenehm und harmonisch. Und ich weiß nicht. Ich habe nichts gegen Kev, also nicht, dass es einer falsch versteht. Aber so harmonisch, wie das jetzt letzten Freitag war, bei den zwei beim Fahren. So harmonisch wird es nicht werden, wenn ich dabei bin. Also. Und dann sollen die zwei das weitermachen. Ich muss überlegen, wie und was ich dazu zu Roman nochmal schreibe. Dann freue ich mich auf Samstag, dass es dann jetzt kommenden Samstag bei unserem Punisher 12 Gaming, also bei Roman, freue ich mich, dass es dann kommenden Samstag mit dem Division 2 weitergeht, dass wir da unsere Season fertig machen können, wo wir diesen Stovepipe noch hier festnehmen müssen, also und so weiter. Und übernächste Woche Samstag geht es dann wahrscheinlich, ich bin mir noch nicht sicher, aber wahrscheinlich geht es dann übernächste Woche mit Outriders dann auch wieder Community Stream weiter. Was mit dem Freitag wird, weiß ich nicht, wie Roman heute auch in seinem Stream gesagt hat. Also wenn ihr dieses Video hier seht, wie Roman gestern in seinem TSW 2 Stream gesagt hat, er hat das für Freitag erstmal noch offen gelassen. Er wollte ja wohl nochmal mit mir sprechen. Aber ich muss gucken, wie gesagt, was ich Roman genau antworte, weil, keine Ahnung, ich will da niemanden vom Kopf stoßen. Ich will da weder Roman vom Kopf stoßen, ich will ja auch Kev nicht direkt vom Kopf stoßen oder sonst irgendwas. Also wie das mit SnowRunner weitergeht, weiß ich nicht. Vielleicht überlege ich mir das auch nochmal, deswegen ich sage, ich werde da nochmal jetzt ein, zwei, vielleicht auch drei Nächte drüber schlafen, keine Ahnung, und dann spontan was dazu sagen. Aber wie ich mich momentan fühle oder wie ich mich jetzt halt
Stand jetzt fühle, würde ich halt sagen, tendenziell geht SnowRunner dann eher, ob ihr es wollt oder nicht, ohne den Maulwurf weiter. Aber wie das dann genau stattfindet, was wir genau machen, ich weiß es gerade echt nicht. Also ich bin echt überfragt. Bei einem Doom gibt's halt immer. Wenn ich jetzt wirklich mich entschließe, nicht mehr mitzumachen, dann fühlt sich Kev scheiße, weil er dann denkt, er hat mich vertrieben. Weil er Kev auch gesagt hat, auch in dem Stream am Freitag, von wegen, ich will niemanden den Platz wegnehmen. Im Zweifel würde dann nämlich Kev aufhören und Kev weggehen, dass ich es mit Roman wieder alleine machen kann. Weil es war ja immer mein Baby, aber keine Ahnung. Also, wie gesagt, wie man es macht, macht man sowieso verkehrt. Aber keine Ahnung. Hallo, hier ist mein Ticket. Danke sehr. Vielleicht sage ich auch Roman ganz einfach, wisst ihr was? Dann lassen wir SnowRunner diese Woche ausfallen. Oder so diese Woche Freitag, dass das dann bei Roman auf dem Kanal, bei Punisher 12 Game diese Woche dann vielleicht auch einfach ausfällt, knallhart. Vielleicht muss ich mich da auch erstmal in der Party nochmal mit Roman und mit Kev gemeinsam hinsetzen, dass wir halt überlegen, wie es weitergeht. Dass wir uns dann immer vor dem Stream am Anfang einen Plan machen, wer macht was, wenn einer Hilfe braucht, dass wir uns dann trotzdem gegenseitig helfen. Aber naja, ich weiß nicht. Wie gesagt, zwei, dreimal hatte ich ja auch versucht einzulenken, dann kam aber wieder irgendwas dazwischen, das irgendwie nicht ganz funktioniert hat. Dann koche ich in SnowRunner mein eigenes Süppchen. Ja, und da habe ich aber irgendwie auch keine Lust drauf, deswegen. Na, warum willst du jetzt wieder nicht eingesteckt werden? Ach, geh in den Bus. Ja. Das heißt, die will eh woanders hin. Aber ich will sie trotzdem ihr sagen, dass sie nicht mitfahren darf. Super. Ne, das ist halt alles ein bisschen doof, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man mich da verstehen kann mit bestimmten Ansichten oder mit bestimmten Sachen oder nicht. Aber das ist mir auch egal, also ich bin da halt wie ich bin. Wollte eigentlich nach dem einen Tramsim-Video, wo ich da was in Tramsim mein krasses Statement zu gesagt habe, fahren Sie in meine Richtung. Wollte ich dann nicht mehr groß weiter über das Thema quatschen, weil für mich erledigt war. Ich habe aber in dem Tramsim-Video ja halt auch gesagt, ich überlege mir das noch und ja, ich bin ja auch, ich bin halt nicht immer da, weil ich privat jetzt hier und da auch mal verhindert bin. Das Thema belasse ich aber auch dabei, was ich in dem Tramsim-Video gesagt habe. Also kann auch sein, dass ich freitags ab und zu halt mal verhindert bin und halt nicht jeden Freitag kann jetzt in der Saison halt sozusagen. Aber lasst mich da einfach noch mal ein paar Tage drüber schlafen. Deswegen, ich werde es Roman wahrscheinlich auch so sagen, von wegen die Woche fällt aus oder die Woche bin ich definitiv nicht dabei, dass ich noch mal, wie gesagt, darüber schlafen kann. Vielleicht gehe ich auch mit den beiden zusammen noch mal eine Party vorher und schaue halt noch mal, dass ich das mit denen noch mal in Ruhe drüber reden kann. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht. Wie gesagt, dass mir SnowRunner keinen Spaß mehr macht, wäre gelogen, aber die letzten Wochen, wo ich dabei war, war halt irgendwie ein komisches Gefühl, war halt nicht mehr das Gleiche. Und da es nicht mehr das Gleiche war, denke ich persönlich halt eher, ich bin raus. Aber gut. Viel mehr möchte ich darüber jetzt eigentlich auch gar nicht mehr sagen. Lasst euch einfach überraschen, ob ich das nächste Mal wieder dabei bin oder nicht, aber ich will euch da auch nicht die Hoffnung nehmen, deswegen denke ich eher halt, also die Tendenz geht eher dahin, dass ich raus bin. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise.
Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There is a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Was fahren die Deppen auch alle auf die Kreuzung und blockieren dann die Kreuzung? Ne, aber deswegen auch, wie gesagt, ich habe momentan echt gute Laune. Also, mir hat am Freitag auch nichts gefehlt. Also, dass ich den Jungs da zugeschaut habe, das war für mich vollkommen in Ordnung bei fast Schwiegermutters Geburtstag und so. Also, wie gesagt, wir haben in aller Ruhe den 70. Geburtstag von fast Schwiegermutter gefeiert und so weiter. Deswegen habe ich das auch einfach ausprobiert. Ich wollte ja später dazukommen, aber nachdem ich halt gemerkt habe, dass es so harmonisch war, habe ich gedacht, nö, ich bin da fehl am Platz, ich störe da nur. Und deswegen habe ich dann halt gesagt, nö, ich komme da nicht mehr dazu. Also, ich gehe voll d'accord damit. Also, für mich wäre das vollkommen in Ordnung, wenn die zwei damit weitermachen würden. Wenn Kev dann natürlich so rum und sagt, dann hat das Projekt keinen Sinn, dann machen wir es gar nicht. Weil er es mit Roman alleine nicht machen möchte, weil er sich dann halt schlecht damit vorkommt. Ja, das ist aber dann wiederum Kev sein Problem. Das ist dann wiederum nicht mein Problem. Deswegen, wie gesagt, dann vielleicht nochmal hinsetzen und gemeinsam darüber quatschen. Aber ich wüsste auch nicht, was ich Roman und Kev sagen soll. Also, keine Ahnung, wenn ich mit denen in die Party gehe, wie ich darauf reagieren würde oder wie ich darauf reagiere, ich weiß es nicht. Also, wie gesagt, momentan fühle ich mich damit voll d'accord, voll in Ordnung und weiß ich nicht. Ich weiß halt auch nicht, was ich allgemein, was ich euch als unsere Community sagen soll, also bei den Leuten, die halt bei Punisher 12 Gaming und Roman und bei mir zuschauen und so. Keine Ahnung, ich weiß halt nicht, was ich dazu sagen soll oder sonst irgendwas. Ich will mich hier auch nicht um Kopf und Kragen reden, ich will einfach nur sagen, dass ich damit fein bin. Und dass ich wahrscheinlich in der Konstellation, so wie sie jetzt ist, wahrscheinlich nicht mehr dabei bin und dann wahrscheinlich für mich mit Snowrunner aufhören werde. Also eigentlich ist damit alles
ist eigentlich alles gesagt. Was dann Roman und Kev da draus machen, ob sie alleine weitermachen wollen, ob sie nicht alleine weitermachen, ob Kev dann halt sagt, nee, Patrick, ich will dir deinen Platz nicht wegnehmen, dann hört er auf oder wie auch immer. Was die zwei dann daraus machen, ist dann wiederum deren Sache. Also ich kann ja nur das sagen, dass ich damit fein wäre, dass ich damit d'accord gehe, wenn die zwei auch alleine weitermachen würden. Weil irgendeinen stößt man immer vom Kopf. Zum Beispiel Tobi dann. Ich sag's ja auch so, weil Tobi schaut ja meine Videos hier auch, deswegen... Ich weiß, dir Tobi würde ich damit ein bisschen vom Kopf stoßen, wenn ich sage, ich spiele wirklich nicht mehr mit, ich bin jetzt raus. Weil Tobi halt sagt, ohne Kev würde was fehlen, aber ohne Pat würde auch was fehlen. Deswegen, irgendeinen verärgert man immer oder macht's halt nicht recht. Ich weiß aber auch, es gibt auch den einen oder anderen, die bei Roman wiederum die Streams gucken. Ich weiß auch, den einen oder anderen würde es sogar freuen, wenn ich bei SnowRunner aufhören würde, nicht mehr dabei bin. Weil ja viele immer sagen, boah, der Maulwurf ist anstrengend, der quatscht so viel und. Deswegen, es wird auch einige geben, denen es freuen würde, wenn ich Kev und Roman sagen würde, macht alleine weiter, deswegen... Und genauso gibt es dann den einen oder anderen, der dann halt sagt, nee, ohne den Maulwurf ist es nicht das Gleiche. Dann ist die Chaos-Truppe nicht mehr vollständig und so weiter, aber... Naja... Dann bin ich halt der Nächste nach Zaki und Lars, der das Projekt einstampft und aufhört. Also, keine Ahnung. Ich rede jetzt aber auch nicht nur noch über dieses SnowRunner-Problem oder wie es mit dem Projekt weitergeht oder nicht. Wie gesagt, im Großen und Ganzen müssen Kev und Roman selber wissen, was sie mit dem Projekt jetzt machen wollen. Ich werde Roman dazu auch noch was schreiben, beziehungsweise demnächst nochmal vielleicht auch nochmal in die Party gehen, wie gesagt. Das sind alles Optionen, aber was ich Roman und Kev zusammen sagen sollte oder machen will, weiß ich nicht. Außer das, was ich jetzt euch hier im Video auch sage. Weil es ist nun mal meine offene und ehrliche Art und Weise und ich versuche immer neutral euch gegenüber zu sein. Manchmal bin ich auch ein bisschen zu direkt, auch in den Streams, wenn ich da was raushaue. Manchmal sollte man doch über das ein oder andere erst nachdenken, bevor man redet, also Kopf einschalten, dann reden. Weil das eine, was ich da in dem Outrider-Stream, ich glaube letzte Woche gemacht habe, also nicht jetzt letzten Samstag, sondern davor die Woche, den Samstag, was ich da rausgehauen habe, in Kev seine Richtung, war auch von meiner Seite nicht ganz fair, aber das war dann halt wieder ein klassisches Missverständnis auf die Aktion, die er gemacht hat, die er aber anders gemeint hat. Also, da geht es um die Partner links. Also, keine Ahnung, das war dann auch wieder, aber auch von mir ein bisschen überreagiert, weil Kev da halt meinte, ich mache genug Werbung in meinen Videos, besonders am Ende des Videos, wenn ich immer das sage mit dem Abonnieren, Kommentieren und so weiter, dass ich eigentlich genug Werbung für mich selber mache. Deswegen habe ich dann auch ein bisschen krasse Pfeile in Kevs Richtung geschossen. Aber das eine hat aber mit dem anderen nichts zu tun. Das hat nichts damit zu tun mit dem SnowRunner selber. Also es war halt für den Moment ein bisschen komisch. Und deswegen will ich auf das Thema auch gar nicht weiter eingehen. Aber ich hätte es auch anders sagen können in dem Moment. Oder anders formulieren können. Aber naja, ich sage ja, das ist halt... Oft ist es meine ehrliche und direkte Art, mit der man aber auch mal auf gut Deutsch gesagt auf die Schnauze fallen kann. Aber so bin ich nun mal und ihr kennt mich auch nur so und so werde ich auch bleiben. Also ich werde meine Art und Weise wegen keinem ändern, wegen keinem einzigen. Also wenn ich wegen der direkten Art zum Beispiel Abonnenten verlieren würde, weil ich nun mal so bin, wie ich bin, ja, dann ist es halt so. Aber die meisten von euch, die mich schauen, die mich kennen, die gucken mich ja auch genau deswegen. Also, keine Ahnung. Und deswegen, wir haben jetzt noch 45 Kilometer bis Leverkusen. Ich will jetzt noch nicht die ganze Folge über das elendige Thema jetzt reden. Das ist jetzt nur mal aufgekommen die letzten Wochen. Und deswegen, da nicht alle meine Videos gucken, manche gucken nur Tramsim, manche gucken nur Fernbus-Simulator, manche gucken wiederum was anderes, wo das Thema ja gar nicht
aufgekocht ist. Deswegen, ich wollte es jetzt hier halt auch nochmal loswerden, auch nochmal sagen, für die, die Fernbus-Simulator gucken und eventuell bei Punisher 12 Gaming, also bei Roman, vorbeischauen und weiß ich nicht. Die von euch beide Kanäle gucken, die Roman und mich gucken oder gegebenenfalls auch Tobias Lenz, Tobi gucken. Also nicht, dass Tobi jetzt denkt, ich tue ihn nämlich nicht erwähnen, das wäre dann auch unfair, weil Tobias Lenz und Punisher 12 Gaming sind ja quasi die Partnerkanäle von mir und Roman in seinen Streams, der verlinkt das auch immer, der verlinkt auch immer Tobi und mich. Müsste ich eigentlich auch machen, das in den Videos verlinken. Ich habe aber keine Ahnung, wie ich das genau hinkriege. Weil normalerweise müsste ich da auch in die Kommentarfunktion ganz oben als Kommentar die beiden Kanäle anpinnen können. Indem ich das erste Kommentar nehme, da die beiden Kanäle verlinke und dann das einfach anpinne für euch. Aber da ich alles mit dem Handy mache, aber gut, Kev sagte, das funktioniert alles mit dem Handy, aber deswegen keine Ahnung, aber kriege ich auch noch irgendwann hin. Deswegen, ich erwähne die zwei öfters in den Videos dafür und sag halt auch mal, schaut auch bitte bei Punisher 12 Gaming vorbei am Wochenende, Freitag und Samstag, wenn die Community Streams sind, weil normalerweise sollte es ja auch eine Sichtweise auf meinem Kanal geben, wenn wir zusammen spielen. Aber gut, die alte Leier, ihr wisst, warum ich zurzeit nicht streamen kann. Also von daher, alles gut. Das habe ich ja dafür zwischendurch so auf YouTube gemacht. Wenn ich bei YouTube unter der Community-Funktion kann man ja auch Texte verfassen. Da tue ich ja Texte verfassen und da habe ich ja dann auch öfters mal Links reingehauen, die euch dann direkt zu den Kanal bringen oder Kanälen bringen. Also weiß ich nicht. Und wie das hier mit den Spielen weitergeht, mache ich mir auch Gedanken drüber, weil wie gesagt, da habe ich ja in der letzten Folge gesagt, ich hatte jetzt einfach mal wieder ein bisschen Bock auf Busfahren und nicht nur auf Straßenbahn fahren, weil ich möchte ja auch ganz gerne die Abwechslung auf dem Kanal gewährleisten, dass wir, wie gesagt, hier auf dem Kanal auch Abwechslung haben und nicht nur ein und dasselbe Thema, dass wir mehrere Themen weiterhin auf diesem Kanal betreiben, das ist auch der Sinn der Sache. Aber da werde ich vielleicht demnächst das so ähnlich machen wie Tobias Lenz, also wie unser Tobi halt, und dann auch hingehen und werde dann einfach mal, weiß ich nicht, freitags oder samstags einfach mal eine Abstimmung reinhauen. Was möchtet ihr kommende Woche vermehrt sehen? Tramsim oder Fernbus-Simulator zum Beispiel? Oder Fernbus-Simulator oder den Rest Hot Wheels Let's Play? Oder soll ich mal wieder Powerwash-Simulator weitermachen? Weil da steht auch noch die letzte Umfrage aus. Weil die letzte Umfrage bei Powerwash-Simulator hatte ich ja zum Beispiel direkt unter dem Video gemacht. Ob Spielplatz oder was war das andere, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Spielplatz oder Bungalow, ich weiß es gerade gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass die Umfrage da gewonnen hatte, der Spielplatz, dass ich als nächstes den Spielplatz reinigen soll. Das ist aber mittlerweile auch schon wieder wenn nicht sogar 2 Monate her oder so. Also ich kam einfach nicht dazu. Dadurch, dass dann der Fernbus-Simulator rauskam, jetzt noch vor gar nicht allzu langer Zeit, vor 2 Wochen oder so, der Tram-Sim rausgekommen ist, dadurch war der dann wieder neu und dann hat man halt eher die neueren Produkte gespielt. Dann bin ich aber auch wieder ehrlich zu euch, da ich gesehen habe, dass Tram-Sim und auch der Fernbus-Simulator so gut bei euch ankommen, bin ich dann auch auf dem Tram-Sim und dem Fernbus-Simulator kleben geblieben. Also bin ich auch ein bisschen ehrlich. Aber ich möchte halt die anderen Projekte nicht vernachlässigen. Also das habe ich schon teilweise viel zu viel gemacht, die anderen Projekte vernachlässigt. Und deswegen, vielleicht mache ich das dann ähnlich wie uns Tobi oder genauso. Ich will ihm das aber auch nicht nachmachen. Also gut, das machen fast alle, die da Umfragen machen. Und da 5 Spiele reinstellen, was soll ich kommenden Donnerstag streamen zum Beispiel. Oder aber dadurch, dass ich ja doch fast täglich Videos mache, wenn ich es denn jetzt habe ich fast zu spät gebremst, wenn ich es denn schaffe. Also wenn ich es mal 1-2 Tage nicht schaffe, was hochzuladen, dann tut es mir leid, dann seht es mal bitte nach, aber es kommen ja wirklich fast täglich 1-2 Videos. Also in letzter Zeit eher ein Video am Tag, aber wenn ich schaffe, kommen auch 2 Videos oder 3 Videos am Tag, wenn ich es halt schaffe. Und dann
werde ich mal eine Umfrage demnächst vielleicht starten, was soll ich mehr machen. Dass nächste Woche Tramsim kommt, habe ich ja schon versprochen, jetzt in dem letzten oder vorletzten Video, dass es mit Tramsim dann nächste Woche weitergeht mit den drei München-Routen auf jeden Fall. Also das hatte ich ja gesagt. Also kann ich das jetzt auch nicht widerrufen, das werde ich dann auch auf jeden Fall machen, weil ich es gesagt habe. Und ihr wisst ja, ich stehe zu dem, was ich sage. Aber allgemein in näherer Zukunft könnte es passieren, dass ich dann auch hier und da mal ein paar Umfragen mache und die Umfrage, die dann, weiß ich nicht, sonntagsabends oder montagsmorgens gewonnen hat, die werde ich dann in die Tat umsetzen. Dass ich dann einfach, weiß ich nicht, donnerstags oder freitags am besten. Donnerstags oder freitags, und nicht wieder verhaspeln, ey. Ja, wenn ich die ganze Zeit sabbel, dann verhaspel ich mich auch ganz gerne. Ich wollte auch gar nicht so viel sabbeln in der Folge. Das hat alles irgendwie mit diesem Snowrunner-Thema jetzt angefangen. Weil ich da, wie gesagt, echt nicht weiß, was ich tun soll, aber... Dann dachte ich, dann kann ich euch den Rest auch mal fragen, hier in der Folge, was ihr davon haltet, wenn ich dann, ich würde mal sagen, donnerstags oder freitags halt... die Umfrage machen würde. Die Umfrage dann halt bis Sonntag oder so stehen lasse. Und das, was dann Sonntagabend die meisten Stimmen hat oder Montagmorgen halt die meisten Stimmen hat, das kommt dann in der Woche halt vermehrt. Kann ja auch sein, dass ich ganz normal die Sachen... Kompaktbremsen machen wir auch mal wieder rein. So. Ne, kann ja auch sein, dass ich dann ganz normal frage, so von wegen, wollt ihr lieber mehr Tramsim oder mehr Fernbus-Simulator sehen, zum Beispiel. Das heißt nicht, dass die Umfrage so steht, das soll jetzt nur ein Beispiel sein. Und dass ich dann aber einfach hingehe und Dings mache. Wobei, jetzt bevor ich das mache, kann ich doch wieder rasten, oder wie war das? Genau. Aber das muss ich ja draußen machen. Ah. Aber bevor ich jetzt den ersten einchecke, erst rasten diesmal. So, weil die hier draußen zählen nämlich noch nicht. Dann habe ich nämlich nicht so viele zum Zählen. Dann brauche ich nämlich nur noch die 10 zählen, die hier drin sind. Easy. Sind es noch mehr hier unten? Nein, hier unten keine mehr. Die anderen 7 sitzen oben. Nee, aber was ich damit sagen wollte, ist, wenn ihr dann zum Beispiel sagt, ja, wir wollen jetzt mehr Tramsim sehen, das heißt aber dann nicht, dass ich die ganze Woche dann nur Tramsim mache. Das kann nämlich dann auch sein, dass ich dann die Woche zum Beispiel 3 oder 4 Mal Tramsim mache, aber 1 oder 2 Mal trotzdem Fernbus-Simulator mache. Aber dann würde in der Woche halt das mehr kommen, was ihr euch halt mehr gewünscht habt, wofür ihr halt dementsprechend abgestimmt habt. Also das habe ich halt überlegt. Wer hat ist denn noch? Ganz vorne noch jemand? Ja, tatsächlich, auf den besten Platz, den man haben kann. Ganz vorne oben. So, hat er es angenommen? Naja, jetzt kontrollieren. So, Fahrt starten wollen wir natürlich noch nicht. Wir wollen natürlich erst alle einchecken. Ihr könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Und wegen dem anderen Thema, wie gesagt... Mahlzeit, hier ist Mantic. Bei dem anderen Thema, da ist mir eigentlich, sollte irgendeiner jetzt was zu dem Snowrunner-Thema auch dazu schreiben, in die Kommentare, da sage ich ganz ehrlich, überlasst das mal mir, das muss ich selber wissen, da kann mir keiner bei helfen. Also, wie ich mich da entscheide, da kann mir keiner bei helfen. Das muss ich ganz alleine machen, das bringt mir auch nichts, wenn ihr was da schreibt. Vielen Dank. Zum Snowrunner-Thema könnt ihr natürlich gerne schreiben, wäre schade, wenn ich aufhöre. Oder ja, ich finde es schön, dass du so sachlich darüber geredet hast. Aber ansonsten weiß ich nicht, was ich wie gesagt machen soll. Irgendwo steht noch, okay, jetzt gehe ich in den Bus, wo ich dann sagen, check das hier rein, habe ich schon alles fertig. So, jetzt gucken wir erstmal wieder hier. Erste Reihe nach, Tür zu, Tür hoch. Ah,
Der Maulwurf lernt doch nicht, ne? Ich sollte die Luken auch zumachen. Ich lerne es doch nicht. Maulwurf, wir spielen im realistischen Modus. Nicht einfach einsteigen, losfahren. Luken zumachen. Ah gut, ich glaube, dieses Verpeilte, diese ganzen Fehler, die ich hier mache, ich glaube, die feiert ihr auch ein kleines bisschen. Haben wir doch eh nur noch. Genau, jetzt haben wir eh nur noch Bonn. Und dann sind wir doch schon durch. Easy. Ich hoffe halt, dass der ein oder andere von euch auch mich allgemein ein bisschen verstehen kann. Mehr kann ich eigentlich nicht sagen, einfach nur, dass ich das hoffe. Und wenn nicht, dann kann ich es auch nicht ändern. So, jetzt noch einmal die Bandansage an und dann Abfahrt. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. Auch bei uns im Bus gilt die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt an. In den Sitztaschen vor euch findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The weather is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. Wie gesagt, auch sorry an diejenigen, an die das ein bisschen zu viel Input war, die da gar nicht in der Materie drin sind. Wie gesagt, ich will mich auch nicht rechtfertigen für das, was ich tue. Die Dinge, die mir Spaß machen, die tue ich. Oder die mache ich. Die tue ich auch pflegen, wie ihr seht. Also, ich sag mal hier,
Der Fernbus-Simulator ist das klassische Beispiel. Der macht mir trotz der diversen Fehler, trotz der ganzen Bugs, macht er mir momentan immer noch Spaß. Und deswegen habe ich jetzt halt gesagt, komm, nachdem wir jetzt anderthalb, zwei Wochen lang Tram-Sim gemacht haben, ich möchte halt auch mal wieder eine Runde Fernbus fahren. Das andere Thema habe ich jetzt, denke ich mal, genug durchgekaut. Und wer in den Streams dabei war bei SnowRunner, der hat das auch gemerkt, diese ganzen Sachen, was war oder auch nicht war. Also von daher denke ich, dass mich der eine oder andere verstehen kann. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also deswegen, ihr könnt ja auch gerne gucken, was ich unter die letzten zwei Streams, weil Roman ja seine Streams letztes Mal in zwei teilen musste leider, weil er da auch einen kleinen Spielfehler hatte in SnowRunner, weil er den in zwei teilen musste. Ihr könnt ja auch gerne sehen, was ich da drunter als Kommentare geschrieben habe. Also ist ja nicht so, dass ich euch jetzt hier was anderes erzähle im Video, als was ich da auch als Kommentar drunter geschrieben habe. Also, und das, was ich da drunter geschrieben habe, ist ja auch öffentlich für alle zugänglich zum Lesen, also weiß ich nicht. Wenn ich schon eine Tendenz habe, die eher nee sagt, die halt eher nee sagt, dass ich dann wahrscheinlich echt keinen Bock mehr habe, da mitzuspielen und halt sage, ich gehe damit d'accord oder confirm, dass die beiden das alleine weitermachen würden, dann könnt ihr ja denken, in welche Richtung es geht, wenn ich die Tendenz dahin habe. Wenn natürlich Kev jetzt die Reißleine zieht und sagt, nee, ich wollte Patrick dann nicht rausmobben ich wollte Patrick den Platz nicht wegnehmen oder so. Ich weiß, dass er das nicht will. Wenn er dann sagt, er kann so nicht leben, er kann so nicht mitspielen und er hört dann auf, ja gut. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ist das Baby dann weg, das Baby SnowRunner, und das Projekt fällt dann ganz flach. Oder ich mache dann mit Roman weiter. Dann muss ich Roman nur immer sagen, das kann dann freitags nur ein spontaner SnowRunner-Stream werden, weil ich weiß jetzt über den Sommer, über die Saison auch nicht, ob ich immer freitags da bin. Wegen privat und so, weil Familie und so. Weil es auch mal sein kann, dass ich freitags über den Sommer, über die Saison halt freitags auch mal bis verhindert bin. Das kann halt auch sein. Also deswegen, also ich wollte es eigentlich nicht sagen oder ich will es eigentlich auch nicht sagen, weil keine Ahnung. Aber durch die Blume wisst ihr, wo die Tendenz hingeht. Entweder Roman und Kev oder Roman und ich. Also ihr seht schon, wo die Tendenz hingeht. Weil, hoppala, warum wollte ich schon blinken? Weil zu dritt einfach die Harmonie nicht stimmt. Und das jetzt, wo die es alleine gemacht haben, hat die Harmonie gestimmt. Also, keine Ahnung, hört sich total doof an. Jetzt habe ich es halt doch gesagt, weil ich halt immer ehrlich und direkt bin. Aber selbst wenn es so wäre, dass Roman und ich weitermachen würden, aus welchen Gründen auch immer, weil Roman jetzt nicht sagt, er macht mit Kev weiter, weil Kev dann sagt, das will er nicht und so weiter, also weiß ich nicht, wie es dann halt wäre, deswegen auch dann besteht halt die Gefahr, dass ich dann freitags nicht immer da sein kann, über im Sommer, wegen der Saison halt. Und wenn Kev und Roman weitermachen, dann können die halt freitags wahrscheinlich immer weitermachen, weil ich sag so wie es ist, auf mich sollen sie keine Rücksicht mehr nehmen. Wenn ich dann da einen LKW nicht habe oder ein Upgrade nicht habe in SnowRunner, dann ist es halt so. Ich kann mir die Sachen im Singleplayer jederzeit holen, wenn ich das denn möchte. Also es gibt ja in Anführungszeichen nichts Verpassbares, also was soll der Geiz. Was ich aber lobend sagen muss, ist, dass die zwei letzten Freitag auf jeden Fall auf mich Rücksicht genommen haben. Dass die sich keine Autos geholt haben, keine Upgrades, weil sie gesagt haben, bitte wartet auf dem Pad, wenn er nächste Woche wieder dabei ist. Wenn er denn dabei ist, dass sie jetzt
letzten Freitag echt Rücksicht auf mich genommen haben. Das muss ich den beiden hoch anrechnen. Und dass ich kein Blatt vom Mund nehme und das immer so sage, wie ich denke, das wisst ihr. Wisst ihr wenigstens, wo ihr dran seid? Ah, verdammt, jetzt kriege ich wieder die Meldung, wir sind bei 55 Minuten. Ich habe aber noch 36 Kilometer bis Bonn. Jetzt, Leute, ist mir egal. Eigentlich habe ich gehofft, dass ich die Folge in Bonn ankomme. Jetzt muss ich ein bisschen Gas geben, sonst habe ich ein Problem. Ah, jetzt muss ich wieder ein bisschen wilde Sau spielen, wegen der Stunde Aufnahmezeit. Ansonsten seht ihr ja leider nicht, wie wir in Bonn angekommen sind und so weiter. Also jetzt muss ich wieder ein kleines bisschen wilde Sau spielen, auch auf die Gefahr hin, dass wir geblitzt werden, dass ich wieder Scheiße fahre und so weiter, ja. Sind Sie gerade geblitzt worden? Ja, bin ich. Jetzt muss ich leider wieder das machen, was ich eigentlich vermeiden wollte, weil ich eigentlich versuche, normal zu fahren, richtig zu fahren, aber durch diese ganzen Pannen. Hey, das geht auch. Eigentlich sind sie gerade über Rot gefahren, aber wenn man auf der Gegenspur fährt, kriegt man da keine Meldung. Aber egal. Nee, aber so Wildsau jetzt kurz vor Bonn wollte ich, wie gesagt, eigentlich nicht machen, aber ich muss es halt machen, wenn ich das noch in die Stunde-Folge reinkriegen will. Das passiert euch aber auf dem Arcade-Modus selten, weil im Arcade-Modus hätte ich nicht so viele Pannen gehabt, indem ich die Luke nicht richtig zumache, hin und her wetze. Also im Arcade-Modus hätte ich mindestens 5 Minuten, wenn nicht sogar 10 Minuten mehr Spielraum gehabt. Aber sorry jetzt, dass ich jetzt halt ein bisschen scheiße zum Ende hingefahren bin. Aber, naja. Wir wollen ja irgendwie noch in Bonn ankommen. Komm, schaffen wir das auch? Können wir hier das Spiel auch nochmal austricksen? Komm, einfach Gegenspur. Dann sagen die echt nicht, dass wir über Rot gefahren sind, wenn man auf die Gegenspur fährt. Genauso wie im Bausimulator, da ging das auch. Den Bausimulator gibt es übrigens auch bei Punisher 12 Gaming auf dem Kanal zu sehen, aber wir haben... Roman und ich ihn immer liebevoll genannt CE-Feder-Simulator. Also falls ihr das verpasst habt, geht gerne auf Punisher 12 Gamings Kanal, geht in die Playliste vom Bausimulator und guckt euch unseren, wie wir ihn liebevoll genannt haben, CE-Feder-Simulator an. Ja, ich weiß, ich wurde nochmal geblitzt. 58 Minuten schon wieder hier beim Aufnehmen. Verdammt, ey. Auf den letzten Metern, ey. Auf den letzten Metern muss der Maulwurf wieder den Rennfahrer spielen. Ja, ist mir egal. So, noch 3 Kilometer. Wir kriegen das in der Stunde hin hier, in der Stundenfolge, dass wir jetzt den letzten halt machen. Ich wollte jetzt nicht wegen 30 Kilometern noch ein neues Video machen. Da musste ich jetzt echt ein bisschen fahren wie so ein Henker, als ob ich auf der Flucht bin. Na gut, vielleicht bin ich auf der Flucht. Nein, keine Ahnung. Spaß beiseite. Da kann sich die Bahn echt mal ein Beispiel nehmen. Ja, ein Beispiel nehmen am Katastrophenfahren. So, ich hoffe aber nicht, dass ich jetzt ins Depot fahren muss auf realistisch. So, ich sag dann mal, wenn es euch gefallen hat, wie immer, liken, kommentieren, bei allen Neuen auf dem Kanal auch gerne abonnieren. Würde mich sehr freuen. Peace over and out. Bis zur nächsten Folge. Euer Maulwurf.